Willkommen zu einer Zuschauerfrage von Anastasia Koch aus der Life Science Klasse. Guten Morgen, Herr Müller. Oder guten Tag, Herr Müller. Wie würde unser Planet ohne Mond aussehen? Dieser ist ja für unsere Gezeiten verantwortlich. Genauer sind die Auswirkungen des Mondes so groß, dass man mit dem Fehlen auch das Leben auf dem Planet nicht möglich wäre? Über die Größe von Bakterien? Oder wäre die Vielfalt des Lebens ähnlich groß, wie wir sie jetzt kennen, einfach an andere Umstände angepasst? Mehr Tiere im Wasser zum Beispiel. Die eigentlich etwas persönliche Frage, welche sicher auch andere Studierende interessiert: Was geschieht mit Ihrem YouTube-Kanal nach Ihrer Pensionierung? Werden Sie weitere Videos machen oder beenden Sie auch diesen Zweig Ihrer Arbeit? Schön, dass Sie da sich Sorgen machen. Nein, ich mache da weiter. Ich werde zu Hause den YouTube-Kanal, ich werde da wieder eine kleine Ausrüstung aufbauen, wo ich meine YouTube-Videos machen kann. Was sich sicher ändern wird, ist, dass ich keine Experimente mehr filmen kann zu Hause. Ich mache vielleicht Dinge, die ich im Garten oder so sehe, die dann auch passen. Aber so die Physikexperimente, die sind ja fast alle jetzt im Kasten. Und da werde ich also nichts mehr dazu machen. Aber ich werde Ihnen weiter Fragen beantworten, Dinge, die vielleicht interessant sind, erklären. Ich habe auch so ein bisschen vor, vielleicht mal einen kleinen Videoteil zu machen für Einführung in die Fachhochschule, Mathematik- und Physikeinführung. Dann ja Refresher-Kurs, wie ich das früher auch angeboten habe. Ich habe ja auch schon überlegt, mal einen kleinen Kursteil wirklich für Life-Science-Leute zu machen. Mal schauen. Aber das wird also sicher weitergehen. Und Sie müssen sich da keine Sorge machen. Ich möchte ihn vielleicht auch sogar ein bisschen so als Rentnerblock weiterführen. Ich werde ein wenig erklären, was ich so mache nach der Berufstätigkeit, in der Phase der Selbstbestimmung. Vielleicht werde ich etwas zeigen über meine Reisen, über meine Hobbys, was ich vielleicht gerade lese, was ich koche, wo ich hingehe. Also da ist noch alles offen. Aber aufhören werde ich sicher nicht. Jetzt die andere Frage. Ich weiß nicht, das ist eine gute Frage, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich sehr kompetent beantworten kann. Wir haben ja tatsächlich das Erde-Mond-System. Der Mond ist sehr weit weg und er ist ungefähr 1% von der Masse her von der Erdmasse. Hat also von daher, von der Gravitation her, relativ wenig Beeinflussung. Aber, wie Sie richtig sagen, Ebbe und Flut hat damit zu tun. Ebbe und Flut sorgen dafür, dass die Gravitationswirkung des Mondes hier auf die Erde nicht ganz symmetrisch ist, sondern dass danach hier das Erde-Mond-System um einen gemeinsamen Drehpunkt dreht, der innerhalb der Erde ist. Also die drehen beide umeinander herum. Das gibt dann auf der Seite hier, aufgrund der größeren Gravitation und aufgrund der Schleuderwirkung um dieses Drehzentrum einen Wasserwulst und auf der Seite aufgrund der Schleuderwirkung einen Wasserwulst. Und diese beiden Wasserberge, die dann entstehen, diese Wasserwulste, die wären jetzt, wenn die Erde sich nicht drehen würde, einfach da und man würde vielleicht gar nicht mal so viel davon merken. Der Effekt ist sehr schwach vom Mond, aber weil das ja über ein großes Volumen dann nachher stattfindet, gibt es dann insgesamt schon eine leichte Deformation dieser Wasseroberfläche. Weil aber die Erde jetzt eben nicht stillsteht, sondern sich selbst noch dreht um ihr Zentrum, also um die Nord-Süd-Achse, drehen wir uns da immer wieder mal in diesen Wasserwulst hinein und dann wieder vom Wasserwulst weg und dann wieder in den Wasserwulst hinein. Und das nennen wir nachher Flut, die Flut, die kommt, obwohl wir eigentlich in die Flut reindrehen. Und da kommt die Ebbe und das Ganze geschieht zweimal pro Tag. Es bewirkt das natürlich auch eine gewisse Strömungsveränderung gegenüber einer stillstehenden Situation. Und es kann schon sein, dass das Leben im Wasser, da hat ja das Leben angefangen auf der Erde, dass das Leben im Wasser durch diese Strömungen etwas beeinflusst wurde. Gerade Ebbe und Flut, dieses dauernde Benetzen und wieder Abtrocknen der Küstengebiete, könnte möglicherweise so eine Entstehung von Bakterien von ersten Lebewesen begünstigt haben. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, das ist reine Spekulation, aber es wäre vielleicht etwas später oder etwas anders entstanden, das Leben, wenn Ebbe und Flut nicht da wären, das heißt, wenn der Mond nicht da wäre. Aber das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Vermutlich wird genauso existieren und aussehen mit oder ohne Mond. Das ist so meine Spekulation. Was ganz sicher einen Rieseneinfluss hätte, ist, wenn sich die Erde nicht drehen würde. Also es ist ja dann die Sonne hier auf der Seite. Diese Drehung der Erde, also wenn die Erde zum Beispiel einfach stillstehen würde, gegenüber der Sonne, wie das der Mond ja gegenüber der Erde macht, dann hätten wir sicher ein komplett anderes Leben hier. Dann wäre eine Seite ja immer hell, eine Seite immer dunkel. Und da würde sich da die Entwicklung des Lebens massiv
verändert haben gegenüber dem, wie wir es jetzt haben. So, also wie gesagt, vielleicht gibt es Leute, die das besser beantworten können. Das ist meine Sicht der Physik, so wie ich sie kenne. Und ich hoffe, ich habe da nichts Falsches gesagt. Danke für die interessante Anregung, Frau Koch. Vielleicht sehen wir uns wieder mal.